macht man, wenn man für das beste College-Football-Team der Stadt ausgewählt wurde? Man gibt eine Riesenparty und spielt den Macker. Alles an Daniel ist groß. Er ist ein großer Spieler, ein großer Frauenheld und ein großes Vorbild für seine Freunde. Allerdings ist er schon zweimal mit Alkohol aufgefallen. Und deshalb hat ihn der Trainer auf Probe engagiert. Er muss also aufpassen, dass er sich nicht nochmal besoffen erwischen lässt. Aber daran denkt er im Moment nicht. Ihm gefällt es, im Freudensuff die Stühle von der Dachterrasse zu werfen. Er ist eben ein richtiger Kerl. Das tut schon weh, wenn man diese Geschichte so hört, dass da ein Mann, der auf der Uni ist, gute Freunde hat und Eltern mit großen Hoffnungen, so einen dämlichen Tod stirbt. Was für ein verschwendetes Leben. Die Polizei ist im Anmarsch und Daniel bekommt es mit der Axt. Er macht das Einzige, was er richtig gut kann. Er rennt los. Aber auf dem Flur kommt Daniel plötzlich eine Gestalt entgegen. Und dieser Typ guckt ihn auch noch grimmig an. Daniel weiß sofort, den muss er über den Haufen rennen, sonst ist er dran. Das einzige Problem dabei, dieser Typ war das Spiegelbild von Daniel. Unser großer Held wird von der Angst vor sich selbst zu Fall gebracht und verblutet an seiner aufgeschnittenen Halsschlagader.